Wir leben hier in einer Mediendemokratie, das heißt, die Themen werden von den Medien gesetzt. Das heißt so viel wie, dass das, was uns beschäftigt, worüber wir uns aufregen, nicht so sehr wir selber bestimmen, sondern die Medien, die wir konsumieren bzw. gefressen haben. Und auch der Gutenberg hat sich ja beschwert, dass die Medien ihn zu Tode gehetzt hätten, die Medien waren schuld. Seine Fans sind inzwischen davon überzeugt, wäre das Erdbeben in Japan 14 Tage vorher gekommen, wäre der Freiherr mit einem blaublütigen Auge davongekommen, meine Damen und Herren. Worüber wir diskutieren wir in diesem Land? Sehen Sie, wir haben in den Schulen zu wenig Lehrer, es fallen tausende von Unterrichtsstunden aus. Wir haben in den Krankenhäusern zu wenig Krankenschwestern, zu wenig Pfleger. Wir haben in den Altenheimen zu wenig Personal. Wir haben zu wenig Kindergärtnerinnen, wir haben zu wenig Polizisten, wir haben zu wenig Feuerwehrleute. Und wenn Sie mit den Menschen reden, die in diesen Bereichen arbeiten, sagen die Ihnen alle, dass die auf dem Zahnfleisch gehen. Wenn Sie aber Deutschland nur aus den Medien kennen, dann bekommen Sie das Gefühl, das größte Problem, das wir hier haben, ist, dass einige ihre Kopftücher nicht abnehmen wollen. Der Wahnsinn in dieser Welt schreitet unaufhörsam voran, meine Damen und Herren. Neben den Minderleistern, die in Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen für kleines Geld vor sich hindösen, gibt es natürlich auch Spitzenkräfte, meine Damen und Herren, die ihr Geld wirklich verdient haben, die auch wirklich Spitzenverdiener sind. Das sind anspruchsvolle Tätigkeiten, Investmentbanker zum Beispiel. Das kann auch nicht jeder, andere Leute Geld Gassi führen. Bei den Landesbanken haben die ja Geld Gassi geführt, das die gar nicht hatten. Das ist ihnen dann sogar noch weggelaufen. Ich weiß nicht, wie ihr Verhältnis zu Banken ist. Ich bin inzwischen völlig überfordert. Ich traue mich da auch nicht mehr hin. Ich sage es ehrlich, ich bin bei der Commerzbank Kunde und ich bin da, ich weiß überhaupt nicht, bin ich jetzt Kunde, bin ich Besitzer? Das ist ein Durcheinander. Ich habe noch nie so viele Angestellte gehabt, ich kann da nie mit umgehen. Ich sage Ihnen das ehrlich. Ja. Ich habe diese blöde Commerzbank gekauft und Teile der Einrichtung gefallen mir überhaupt nicht. Und dann tröste ich mich ja immer, dass es ein Schnäppchen war. Wir haben ja 18 Milliarden Euro für die Commerzbank ausgegeben, also wir alle. 18 Milliarden Euro haben wir bezahlt für einen 25-prozentigen Anteil an der Commerzbank. Von den 18 Milliarden Euro hat die Commerzbank damals sofort 5 Milliarden genommen und davon die Dresdner Bank gekauft. Das war auch so ein Schnäppchen. Und von dem Moment an, wo die Commerzbank die Dresdner für 5 Milliarden gekauft hatte, waren die zusammen an der Börse noch 3,9 Milliarden Euro wert. Und davon gehören uns 25% für 18 Milliarden. Wenn das kein Schnäppchen war. Und diese Leute wollen mir Angst machen vor sozialistischer Misswirtschaft. Das sind echte Komiker, meine Damen. Das sind aber die Leute, denen Sie die Verwaltung Ihrer privaten Altersvorsorge anvertraut haben. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja. Denken Sie einfach immer an die Eichhörnchen. Die finden auch nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mal von Anlageberater behindert, meine Damen und Herren.